So, willkommen zurück zum zweiten Teil des Medienimpuls 2018. Ich bin immer noch Christine Watti. Ich bin immer noch froh, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, Sie haben die kurze Pause genießen können. Und ich freue mich wirklich, dass es weitergeht. Denn ich hoffe, dass nicht nur auf meinen Lippen quasi brennt, die Frage liegt nach dem, was wir im ersten Teil alles gehört haben. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit dieser Debattenkultur, mit diesen diskursiven Immunstörungen und diesen anderen schlimmen zeitdiagnostischen Diagnosen, die eigentlich die ganze Zeit aussagen, so richtig reden können wir alle nicht miteinander. Und das Wichtigste und eines der wertvollsten Dinge, die wir so haben, ist ja eben diese Debattenkultur, wenn wir irgendwo miteinander als Gesellschaft irgendwo hinkommen wollen. Das klingt wahnsinnig pathetisch, aber ich kann selbst aus meinem Radiokästchen ausplaudern, dass selbst dort, wo sehr belesene, aufgeklärte, multiperspektivisch denkende Menschen zusammenkommen, da auch zumindest spürbar ist, dass es in Debatten und in Streits viel schneller als früher noch darum geht, Leute in Positionen zu schieben und dann Sackgassen zu bilden, aus denen man dann oft gar nicht mehr so gut rauskommt, obwohl auf der Parallelebene alle eigentlich wissen, was da gerade passiert und dass es eigentlich nicht so gut ist, so miteinander zu sprechen. Das macht natürlich Sorge, aber als ich diesen Satz geschrieben habe, das macht Sorge, fiel mir ein, dass selbst das Besorgtsein ja auch irgendwie schon besetzt ist, macht auch keinen Spaß, es zu sagen. Also es beunruhigt und deswegen müssen wir darüber sprechen und finden hoffentlich in der nächsten Stunde großartige Antworten. Und da ist dann auch übrigens Platz für Ihre Fragen. Sie können also sich dann auch demnächst einmischen in unsere Runde. Ich begrüße also nochmals Arndt Pollmann und André Haller, außerdem aber auch Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler und Autor, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, und Wolfgang Schmiedbauer, Autor und Psychotherapeut aus München. Das sind die beiden neu dazugekommenen, aber auch die, die schon da waren, dürfen sich hier hinsetzen. Bitte schön. So ungefähr, genau. Herr Pörksen, wir sind alle irgendwie schon in der ersten halben Stunde so ein bisschen runtergefahren worden, so stimmungsmäßig, weil diese Debattenkultur ist so wahnsinnig krank. Wollen Sie sich da anschließen an diese Diagnose oder sagen Sie, es geht noch? Na, ich warne, das wäre der erste Einwand gegen die Untergangsdiagnostik. Ich warne vor dem Pauschalurteil. Also mir fällt auf, dass wenn wir über die Debattenkultur sprechen, womöglich schon einen Fehler machen, weil wir hemmungslos verallgemeinern. Und ist es nicht genau das Problem, dass wir uns empören, aber dass wir zunehmend etwas erleben, was man eine Empörung zweiter Ordnung nennen könnte, nämlich die Empörung über die Empörung der jeweils anderen Seite. Die ist ja gleichsam so etwas geworden, was man den kommunikativen Normalfall nennen könnte. Rechte empören sich über Linke und Linke und Rechte empören sich darüber, wie andere sich empören und wie man miteinander redet oder nicht mehr miteinander redet. Also die erste Intervention, ich weiß nicht, ob ich jetzt sehr viel Heiterkeit ausstrahle und Ihrem Bedürfnis nach Zufriedenheit gerecht werde, liebe Frau Watti, aber das mal dahingestellt, wir müssen ja erstmal analysieren. Richtig, ja. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Das mal dahingestellt, denke ich, dass die Warnung vor jeder Form von Pauschalismus, und damit meine ich die entwürdigende, die kränkende, im Zweifel diffamierende Sofortetikettierung des anderen, der anderen Seite, dass das etwas ist, was Debattenkultur vergiften kann. Also wir sollten sozusagen die Empörung, also die ist da, aber wir dürfen sie nicht pauschalisieren, das ist wichtig, um eben nicht genau dieses große Untergangsszenario anzustarten, das ich natürlich jetzt so ein bisschen zugespitzt in die kleine Anfangsmoderation gelegt habe. Ja, in der Tat, also mir fällt auf, dass die gesellschaftliche Mitte, und da zähle ich Sie jetzt einfach mal dazu, zunehmend dystopisch denkt, dystopisch über die Zukunft nachdenkt und die Narrative sich nicht von rechts borgt. Die Narrative dort heißen ja Kontrollverlust, Chaos, arabische Clans, Untergang, überall islamistische Terroristen, die ungehindert einwandern und so weiter und so fort. Nein, ich glaube, dass die gesellschaftliche Mitte vor der Frage steht, welche Form von Erzählung bietet sie eigentlich selbst an? Und wenn man genau schaut, dann sieht man Erzählungen, die
vom Ende und vom Zerfall der Demokratie handeln. Man sieht Erzählungen, die von der Macht der Manipulation durch digitale Medien handeln. Und man sieht Erzählungen, die von der Auflösung und Fragmentierung des Diskurses, letztlich von einer Dystopie der Diskursanarchie berichten. Und das scheint mir tatsächlich problematisch, weil ich glaube, dass wir in den gegenwärtigen Diskursverhältnissen etwas erleben, was man mit einer etwas akademisch klingenden Formel eine Gleichzeitigkeit oder paradoxe Gleichzeitigkeit des Verschiedenen nennen könnte. Wir haben in Unternehmen, in Schulen, in einzelnen Organisationen auch sehr, sehr viel Wertschätzung, Orientierung an wertschätzender Kommunikation, Begeisterung für wertschätzende Kommunikation. Wir haben auf der anderen Seite entfesselte Hasskommunikation, auch in den barrierefrei zugänglichen sozialen Medien. Und wir haben eine manchmal gegebene Übersensibilität in einzelnen Institutionen, was sprachliche, rhetorische oder sonstige Grenzverletzungen angeht. Also das Problem gewissermaßen der Schneeflocke, die sofort irgendwie dahinschmilzt, wenn nur die leiseste Temperaturänderung erfolgt. Wir kommen zu diesen ganzen Lösungsfragen, die da eigentlich schon auf der Hand liegen, auf jeden Fall ein bisschen später. Aber als Sie gerade gesagt haben und mich zu der Mitte gezählt haben und die Stimmung, die ja nun mal da auch tatsächlich herrscht, würde ich auch unterstützen. Da fiel mir noch mal ein, dass, also ich wusste natürlich, Ihr aktuelles Buch heißt Die große Gereiztheit. Und Sie haben das benannt nach diesem Zauberberg-Kapitel. Ja. Also Thomas Mann, Zauberberg, ein Kapitel, die große Gereiztheit. Am Vorabend vor dem Ersten Weltkrieg herrscht eben eine gereizte Stimmung, um das kurz zusammenzufassen. Ist das aber, also das ist natürlich so ein augenzwinkernder Titel, aber gleichzeitig ist da dann am nächsten Tag Krieg. Ja. Und in echt? Also in heute? Nein, also das würde ich ja selbst quasi mich dieses dystopischen Denkens, das ich gerade verteufelt habe, schuldig machen. Nein, ich meinte das anders. Ich habe dieses Kapitel nochmal gelesen. Ich kann es nur jedem empfehlen, aus dem Zauberberg, die große Gereiztheit. Das ist ein irrsinnig komisches Kapitel. Also gehen Leute morgens, so kränkelnde Luxuswesen, gehen dann gleichsam im Pyjama zum Frühstückstisch und dann wird der Tee aber zu kalt serviert, ja, und dann rasten sie aus, erleiden einen Blutsturz oder irgendwas anderes in diesen Dimensionen passiert. Und ich habe dieses Kapitel gelesen und war fasziniert durch eine Bemerkung, die Heidegger über dieses Buch gemacht hat. Heidegger schreibt an seine Geliebte Hannah Arendt, es sei sensationell, mit welcher Kunst und Raffinesse Thomas Mann die These ausführt, dass wir von unserer Umwelt, Zitat, gelebt werden. Und da habe ich so eine Art Aha-Erlebnis gehabt als Medienwissenschaftler. Mir wurde deutlich, der Zauberberg ist das Bild einer Idylle. Man flüchtet sich auf den Zauberberg. Man sitzt da eingehüllt in Decken und atmet die klare Bergluft. Und man will der Welt abhanden kommen. Unter den Bedingungen der Vernetzung, und deswegen ist die Analogie nicht Vorabend des Weltkrieges, sondern die Analogie ist, gibt es eine Ausstiegsmöglichkeit? Unter den Bedingungen der Vernetzung gibt es keine Idylle mehr. Unter den Bedingungen der Vernetzung erreicht uns alles sofort. Unter den Bedingungen der Vernetzung sehen wir das Banale, das Bestialische, das Berührende gleichsam in Echtzeit. Und diese Unmöglichkeit des Ausstiegs, der Selbstisolation emotionaler oder informationeller Art, die wollte ich mit diesem Titel beschreiben. Gleichzeitig geht es um auch als Grund für diese Gereiztheit, wie Sie es auch attestieren, das hat auch was damit zu tun, dass Sie schreiben, die Weltbewohner kommen sich unerträglich nah. Und das finde ich einen super Satz, weil der natürlich, also weil das ja das Gefühl so gut beschreibt, dass man hat oder dass man eben auch nicht hat, weil man sich zum Beispiel nicht in Facebook-Threads einmischt. Das tue ich zum Beispiel nicht gerne, weil ich das Gefühl habe, ich komme tatsächlich Leuten nah, ich diskutiere mit Leuten, die ich nicht kenne, ich bin plötzlich in sprachlichen Dingen gefangen, so wollte ich überhaupt nie reden, so wollte ich nie angesprochen werden. Das kann man eigentlich nicht aushalten, oder? Also wir sind dafür nicht gemacht, für diese Art von wahnsinniger Kommunikation, und jetzt klinge ich auch ganz schön Internet- und Digitalisierungsskeptisch, bin ich eigentlich nicht, aber ich verstehe, dass da möglicherweise auch was passiert, was zu so einer Gereiztheit führt und was fast was Körperliches ist. Aber absolut, ich würde das genauso unterschreiben. Also Distanznahme hat ja auch immer die Möglichkeit der Beruhigung. Man sieht die Dinge irgendwie unschärfer, eben aus der Distanz. Und diese gleichsam erzwungene Nähe auf dem eigenen Facebook-Account, auf der eigenen Twitter-Timeline, die
Direktheit der Sofortkonfrontation mit immer anderen Ansichten, die scheint mir ungeheuer massiv. Es gibt ja die Theorie von Ellie Pariser, wir werden algorithmisch voneinander getrennt, gleichsam in unterschiedliche Realitätstunnel hineingelockt. Ich halte das für eine technokratische Fantasie, die der vernetzten Wirklichkeit in gar keiner Weise gerecht wird. Das Problem ist, würde ich sagen, der permanente Clash von Mikro- und Parallelöffentlichkeiten, die permanente Sofortkonfrontation mit immer anderen Ansichten und Ideologien. Ich nenne das Filterclash in diesem kleinen Buch. Und das scheint mir eine Tiefenursache, neben der ereignisbezogenen Ursachenbeschreibung, eine Tiefenursache dieser großen Gereiztheit. Wolfgang Schmidbauer, ist das, weil wir jetzt gerade, weil ich schon gerade so leicht psychologisch angefangen habe, dahinter zu steigen, was die Gereiztheit ausmacht, dass es auch schwer ist, tatsächlich die Art der Kommunikation auszuhalten, mache ich mir das damit so ein bisschen zu einfach, weil wir natürlich irgendwie tolle Wesen sind, die auf ganz vielen Ebenen miteinander kommunizieren können. Nur ich kann es vielleicht dann manchmal nicht so gut. Naja, ich denke, also mir ist eingefallen, dass man halt eigentlich so ein Vierpolsystem machen könnte, in dem, also richtig falsch, was natürlich in diesem Moralismen eine ganz große Rolle spielt, und dann natürlich schnell langsam. Mhm. Und das Gereizte ist natürlich immer das Schnelle. Und ich denke, ein Teil des Problems liegt sicher darin, dass halt eigentlich Menschen ja sehr schnell sind und dass die schnelle Reaktion ja immer die erste ist und die auch am leichtesten abrufbar ist. Und also wir sind ja 99% unserer Evolution in der Wildnis gewesen und mussten schnell auf äußere Gefahren reagieren. Und letztlich ist diese mediale Welt, die appelliert eigentlich an diese archaischen Reaktionen, schnell zu reagieren. Und letztlich auch Angst zu entwickeln, sehr viel, also Angst ist ja der schnellste Affekt. Also wenn man irgendeinem unbekannten Ding begegnet, erschrickt man erstmal und dann muss man halt schnell entscheiden, werde ich Beute oder kann ich Beute machen? Also will mich jetzt jemand hier fressen, will mich jemand an die Wand drücken, will mich jemand unterwerfen oder habe ich eine Chance, positive Aufmerksamkeit zu kriegen? Das kann man in jeder Talkshow auch beobachten, oder das, was Sie vorher gesagt haben, dass man halt dann auch das Gefühl hat, die Leute reden eigentlich nicht miteinander, sondern sie fühlen sich als Sprecher eines imaginären Zuschauerpools, für den sie sich dann durchsetzen wollen und für den sie sich eigentlich inszenieren, und sie hören eigentlich nicht zu und interessieren sich eigentlich nicht füreinander, obwohl sie eigentlich meistens recht interessante Leute sind, die da auf dem Podium sitzen. Aber es ist, also sie nehmen sich so gegenseitig nicht wahr. Und das ist eigentlich die Idee, die in diesem Buch über die Helikoptermoral steckt. Also das ist ja abgeleitet von den Helikoptereltern. Das sind ja auch ängstliche Eltern, die denken, je mehr sie ihre Kinder kontrollieren, je schneller sie immer auf alles reagieren, was das Kind macht, desto besser. Sie schreiben, Moral kann gebraucht werden wie eine Waffe oder Körperkraft. Und da kommt man eben auch zu dieser Erläuterung, was Sie mit Helikoptermoral meinen. Haben Sie ein kleines Beispiel, was aus dem Alltag kommt, um das zu verstehen, wie Moral so eingesetzt werden kann? Ich glaube, wahrscheinlich wird uns allen was einfallen. Also, aber jetzt also das sagen Sie erste mal Beispiel, was. Das mir eingefallen hat, ist ein relativ, also wirklich ein unerwartetes. Eigentlich war selber überrascht, dass mir das eingefallen ist. Das ist also eine Geschichte von meiner ältesten Tochter, die ist inzwischen auch schon über 50, aber damals war sie 10 Jahre alt und ist das erste Mal alleine in der U-Bahn gefahren in München. Hat eine Freundin besucht und wieder zurück, und ich habe gedacht, ja, wenn sie das will, dann wird sie es schon hinkriegen. Und genau, da ist es, da kommt die Helikoptermoral, ja, also rechts von Ihnen. Ich bin irgendwie mit 10. Kein Helikoptervater gewesen, und dann natürlich oft nachträglich, wenn mir dann meine Töchter erzählt haben, was sie alles gemacht haben, nachträglich erschrocken, aber ich finde es trotzdem eigentlich okay, dass ich ihnen das erlaubt habe. Und die kam dann also ganz eigentlich so gemischt nach Hause, war einerseits stolz, dass sie das alles geschafft hatte, und andererseits hat gesagt, also ein Problem hatte ich schon. Also als ich da in der U-Bahn saß, da kam dann eine Dame, eine ältere Frau, also wahrscheinlich so 50 auch, und hat gesagt, ganz allein unterwegs, weißt du nicht, wie gefährlich das ist? Und dann hat die 10-Jährige gesagt, also da wusste ich wirklich nicht, was ich damit anfangen sollte. Mhm. Und
Und ich denke, die Dynamik ist ja die, also dass halt jemand irgendwas entdeckt, was Gefühle in ihm auslöst. Und die schnellste Reaktion ist dann ja eine moralische Reaktion, also eine kontrollierende Reaktion, jemandem zu sagen, das, was du so machst, das ist falsch und eigentlich solltest du nicht hier sitzen. Und letztlich führt es aber nur zur Verunsicherung. Und der Hintergrund ist ja der, dass halt diese Äußerungen eigentlich empathiefrei sind. Ja. Also das ist, denke ich, ja auch die Dynamik der Gereiztheit, ist ja das, dass Empathie, Einfühlung, so eine umfassende Orientierung, das kostet ja alles Zeit. Und unter dieser schnelleren Taktung, die wir halt auch durch die Medien, halt überhaupt durch die ganze Entwicklung unserer Kultur erlebt haben, denke ich, ist halt, die breitet sich diese Gereiztheit halt auch aus. Und Sie haben ja vorher nach den Gegenmitteln gefragt. Und Moment, ich muss ganz kurz nochmal vorher, das machen wir auf jeden Fall, die Gegenmittel, da warten ja alle schon drauf, aber ich muss diesen Spannungsbogen noch so ein bisschen aufrecht ansteigen lassen. Aber weil ich dazwischen fragen wollte, dieses Beispiel mit Ihrer Tochter ist ja, da Sie uns die Zahlen genannt haben, so 40 Jahre her ungefähr. Ja. Und das, was Sie aber der Gesellschaft attestieren, ist ja ein heutiges Phänomen auch. Also die Helikoptermoral existiert natürlich in der Gesellschaft. Das Beispiel war ja eigentlich auch nur, um sozusagen eine ganz einfache Szene zu nehmen, wo man halt die Dynamik erkennen kann. Und ich denke schon, dass das ja auch aus den Vorträgen so deutlich geworden ist, wie viel an Impulsivität in diesem Verhalten steckt, also dass es auch wirklich schnell ist und dass letztlich es ja auch so eine Sehnsucht ist nach einfachen Gestalten. Also ich glaube, dass es einfach Zeit kostet und viel Lernen kostet, mit neuen Phänomenen irgendwie umzugehen und die zu verstehen. Und dass die moralische Entscheidung ja eigentlich oder das Moralisieren immer ein Versuch ist, etwas, was man schon kennt, eine Regel, die man schon kennt, etwas, was wohlbekannt und vertraut ist, auf diese neue Situation anzuwenden. Und vielleicht auch in dem Moment, wo man merkt, dass das nicht funktioniert, es nicht in die Reflexion zu gehen, sondern den Druck zu steigern. Also so frei nach Mark Twain: als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen, es zu erreichen. Also das ist, glaube ich, ziemlich typisch, dass halt, wenn das Phänomen nicht verstanden wird, sondern halt so eine Scheinlösung durch das Moralisieren produziert wird, dass dann, wenn auch deutlich wird, dass das irgendwie nicht greift, dass das unbefriedigend ist, dann wird eigentlich der Impuls noch gesteigert und wird noch radikaler argumentiert und wird dann halt auch versucht, praktisch den Gegner verbal zu vernichten. Was ich immer noch nicht verstehe, oder ich habe wirklich einen Gedankengang noch nicht mitgemacht, vielleicht können Sie mir das nochmal erklären, Herr Pörksen, es gibt ganz oft Diskussionen ja auch in dem ganzen Bereich des Sexismus beispielsweise. Und dann gibt es oft also so eine ganz nette Wendung, wenn jemand, zum Beispiel eine Frau, dann am Ende einfach sagt, übrigens Hashtag MeToo bedeutet nicht, dass du mir kein Kompliment mehr machen darfst, das bedeutet eigentlich am Ende nur, sei ein freundlicher Mensch. Man braucht die ganze Ausschmückung an ganz vielen Stellen nicht. Wann ist es genau passiert und wie ist es passiert, dass wir quasi diese moralischen Kategorien, was wir vorhin auch nochmal gehört haben, also es wird problematisch, wenn man dafür sorgt, dass sich jemand anderes schlecht fühlt, dass es jemand anderem nicht gut geht, dass man Grenzen überschreitet, dass diese einfache Regel doch ins Wanken gekommen ist, weil am Ende ist es ja ziemlich egal, würde ich jetzt mal sagen, ob wir über Sexismus oder Rassismus oder was auch immer sprechen, weil am Ende laufen alle Debatten darauf hinaus, behandle andere freundlich, verletze nicht andere Menschen, egal ob jetzt Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Dass das aber jetzt dauernd immerzu ausverhandelt werden muss aufs Neue, war das vor der Digitalisierung, vor der Empörungswelle nicht, war das da klar und ist es weggegangen? Oder ich kann das wirklich zeitlich schwer verorten, über was wir am Ende eigentlich reden und was ausgelöst hat. Können Sie diese Frage überhaupt verstehen? Also, da ist so die Wand. Ich versuche es. Sehr gut.
Also aus meiner Sicht, also ich kann quasi ein paar Assoziationen über den Zaun werfen und gucken, ob Sie damit was anfangen können. Vielleicht gut. Und dann geht es irgendwie weiter oder es endet. Ja. Aber wir machen dann trotzdem bis 18.20 Uhr, weil der Zwang des Mediums voraussetzt, dass ich sage dann einfach gute Antwort. Ja, okay. also folgende Bemerkung. Zum einen ist es natürlich eine medial neue Situation, dass die Gatekeeper, die mächtigen Journalistinnen und Journalisten am Tor zur öffentlichen Welt, nicht mehr gleichsam paternalistisch definieren, was ist relevant und interessant. Es ist tatsächlich eine neue mediale Situation. Jeder kann sich zuschalten. Das Feld der Erregungsarena ist geöffnet. Jeder kann barrierefrei kommunizieren. Ich würde sagen, in meiner Terminologie, neben die vierte Gewalt des klassischen Journalismus ist die fünfte Gewalt der vernetzten Vielen getreten. Und die sammeln sich nun unter einem Hashtag wie MeToo. Und die haben vielleicht das öffentliche Sprechen nicht in dieser Intensität bisher praktiziert. Die haben vielleicht diese Form von Resonanz, die ein Journalist hat, der für ein etabliertes Medium wie den Deutschlandfunk arbeitet. Wie gewinnt man Resonanz? Resonanz gewinnt man durch Aggressivität. Also es wird sozusagen in dieser, ich würde sagen, mentalen Pubertät, in dieser Übergangssituation der Medienevolution, in der wir uns aus meiner Sicht befinden, wird das überschießende Energien geben, übertriebene Dramatisierung, übertriebene Moralisierung, aber aus meiner Sicht auch einen sehr echten, sehr relevanten Kern. Ich persönlich finde die MeToo-Debatte in vielem einen ganz wichtigen Impuls der Attacke auf alltäglichen und außeralltäglichen Sexismus. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es mag einzelne ungerechtfertigte Angriffe geben, dass hier eine Form der Skandalisierung von unten oder eine Skandalisierung von jeder Mann und jeder Frau erfolgt, die die Gesellschaft voranbringt im Sinne einer Wertedebatte. Welche Maßstäbe sollen eigentlich übermorgen gelten? Und deswegen würde ich die Situation auch gar nicht zu schwarz malen und auch das Kommunikationsereignis des Skandals als nicht zu negativ betrachten. Das kann ungeheuer schwerwiegende Folgen haben für Einzelne, das haben wir vorhin gehört. Aber auf der Makroebene des Gesellschaftlichen kommt am Ende des Tages in der Regel eine Wertedebatte heraus. Wir verständigen uns auf eine hochmoderne Art und Weise, nämlich im Modus der Abgrenzung, wissen gar nicht mehr genau, was wir positiv wollen, im Modus der Abgrenzung darüber, was zumindest ganz sicher nicht gelten darf, nicht gelten soll. Das ist wirklich eine gute Antwort. Wirklich. Die hat auch gepasst zu dem Wirrwarr. Und ich glaube, zusammengespitzt sollte das Wirrwarr, glaube ich, einfach heißen, dass mich manchmal wundert, dass wir das immer wieder noch verhandeln müssen, weil ganz viele Grundlagen dafür, wie wir miteinander umgehen, müssten ja eigentlich da sein. Ja, das sehe ich nicht so. Es taucht ja vieles erst auf. Sehen Sie, es ist überhaupt erst eine Kontextsensibilität da für das Thema der sexuellen Gewalt. Beispiel aus den klassischen Medien 1999, ein junger Journalist der Frankfurter Rundschau, massive Attacke auf den, wie wir jetzt sagen können, Haupttäter an der Odenwaldschule. 11 Jahre später veröffentlicht er letztlich mit denselben Informanten, letztlich denselben Artikel nochmal. Auf einmal ist die Sensibilität da, die Heiligen der Reformpädagogik in ausreichender Weise zu attackieren und zu skandalisieren. Ja, stimmt eigentlich. Eine gute Nachricht, eine neue Sensibilität in der Gesellschaft. Ja. Das stimmt, das ist richtig. Natürlich. Oh Mensch, das ist eine zweite gute Antwort. Ich gehe gleich, weil man soll ja dann auch das. Ja, das ist so, wenn hier die einzige Frau die Moderatorin ist, dann muss man sich natürlich freuen, wenn die mal lobt. Aber nee, ich finde das jetzt, ich habe tatsächlich. Also Sie kommen auch langsam auf Temperatur, Frau Weidi, oder? Genau. Aber zuerst, bevor wir dann weiter uns streiten oder nicht, wollte ich mal noch eine ganz dringende Nachfrage stellen. Und jetzt rede ich hier so, ne? Es dürfen Fragen gestellt werden. Also Sie können anfangen, sich auch mal zu melden und hier einzuschreiten. Es gibt Mikrofone, die dann rangereicht werden. Es gibt eine Frage an Pollmann, die ich vorhin gerne noch gestellt hätte, aber da hatten wir ein bisschen zu wenig Zeit. Sie haben ja auch angemerkt, dass sich in diese Empörung reinzustrudeln, dass es ein verführerisches Moment eben auch ist und dass eben auch dieses Gefühl existiert, dass man denkt, ich muss da noch mal rein, ich muss dazu was sagen, obwohl man eben schon weiß, das führt irgendwie zu gar nichts. Konnten Sie analysieren, woran das eigentlich liegt? Was sind das für Trigger in der Debattenkultur, die da gesetzt werden und ja auch instrumentalisiert werden teilweise? Naja, ich hatte ja schon Aspekte wie Voyeurismus und Schadenfreude erwähnt, die natürlich eine wichtige Rolle spielen, die auch das Erregende oft dann an Skandalen ausmachen. Und zugleich wird man, glaube ich,
mal schon gern schwarz. Also ich glaube auch, weil es so eine Arbeitsteilung gibt, sagen wir mal, zwischen einer eher empirisch-deskriptiven Bestandsaufnahmen, wie viele Öffentlichkeiten und was für Öffentlichkeiten es gibt und welche misslingen und welche eher doch gelingen sind und dem, was ich jetzt irgendwie das Geschäft einer kritischen Zeitdiagnose nenne, die, das haben Sie jetzt ein bisschen dystopisch genannt, ich würde es hyperbolisch nennen. Das heißt, Zeitdiagnosen haben so ein bisschen auch die Aufgabe, schwarz zu malen, in dem Sinn, dass sie den Teufel an die Wand malen, in der Hoffnung, dass es sich um sowas wie eine self-destroying prophecy handelt. Also, dass es zu einer gewissen Bewusstwerdung führt, zu einer vielleicht auch Übersensibilisierung durch dieses Schwarzmalen und so. Ich meine, ich verrate jetzt meine Tricks und so, das ist jetzt irgendwie doof, aber wir sind ja unter uns. Letztlich interessiert mich aber auch natürlich wesentlich diese Gereiztheit, von der auch Bernard Perksen eben gesprochen hat. Und da würde ich jetzt vielleicht auch schon, vielleicht greife ich jetzt schon zu weit auf die Lösungen vor, aber ich bin so in den letzten Jahren zu einer Einsicht gekommen, die jetzt aus der, die wahrscheinlich aus dem Mund eines Philosophen nicht sehr überzeugend klingen wird und vielleicht auch die Medientheoretiker und auch den Psychotherapeuten hier nicht gerade befriedigen wird. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass Reden maßlos überschätzt wird. Und insbesondere dann, wenn man redet in kommunikativen Verhältnissen, wo man die sozusagen in dem Sinne kaputt sind, ja, dass man es auch wesentlich mit Menschen zu tun hat, die gar nicht reden können. Die können natürlich reden, die können einseitige Verlautbarungen vornehmen. Diese ganze Hashtag-Kommunikation ist gar keine Kommunikation. Das sind so eine Aneinanderreihung von einseitigen Verlautbarungen, auf die man dann wieder ebenso empört reagieren kann. Und so. Aber unter Kommunikation verstehe ich, so aus der habermasianischen Schule kommend, ja, ich sag gleich noch was dazu, irgendwie was anderes, als einfach nur so mal loszuwerden, was man immer schon mal loswerden wollte. Ja. Und ich glaube, dass sozusagen dass die große Gereiztheit in dem diskursiven Klima, in dem sich politische Öffentlichkeiten momentan vollziehen, auch daran liegen, dass zu wenig Menschen echte kommunikative Kompetenzen haben. Und ich will das mal an einem Punkt, der eben diese Gereiztheit und diese Wut und diese Empörung und so weiter auch erklärt, mal deutlich machen. Ich bin, wenn ich so Kommentarspalten lese, so auf Facebook, ich mache das ganz gerne, ich finde das hat so was Masochistisches, sehr schnell immer dann so auf 200 Puls, ja, wenn ich merke, da hat mal jemand irgendwie angefangen, über ein Problem zu sprechen und spätestens nach 2, 3 Kommentaren dazu, ist man sofort auf einer persönlichen Ebene, wo man ad personam, ad hominem sozusagen die Personen, die irgendwelche Ansichten vorbringen, attackiert und sozusagen sich vom Problem immer weiter entfernt und dann zunehmend vielleicht, jetzt mal gelinde gesagt, noch über die Art und Weise, wie über das Problem zu kommunizieren sei, spricht. Sensibel, nicht sensibel, grob, nicht grob und so weiter. Aber man entfernt sich sehr schnell von der Diskussion von Problemen. Und das macht mich immer sehr schnell rasend, weil ich eben mit Habermas gelernt habe, dass es ganz grundlegend 2 Arten von Kommunikation gibt. Die einen nennt Habermas verständigungsorientiert und die anderen nennt Habermas strategisch. In verständigungsorientierten Kommunikation, und ich würde sagen, diese hier ist eine, versuchen wir uns gemeinsam über Probleme zu verständigen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht sogar zu Auswegen oder Lösungen oder Ähnlichem kommen. In strategischen Kommunikation geht es darum, den Gesprächspartner platt zu machen, bloßzustellen, die eigene Meinung durchzubringen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu manipulieren und so weiter. Und ich glaube, das ist, ohne dass den meisten das bewusst ist, eine der Hauptursachen für die Gereiztheit in den digitalen Medien, dass man ständig das Gefühl hat, das ist überhaupt gar keine Kommunikation, das ist nur noch Strategie. Die Leute versuchen einander irgendwie anzupissen, Platz zu machen, bloßzustellen, lustig sich über sie zu machen. Dazu kann ich vielleicht nachher noch mal was sagen. Aber man hat das, also mich macht immer sehr schnell sozusagen gereizt die Feststellung, dass es einfach viel zu wenig Bewusstsein dafür gibt, was sozusagen die anspruchsvollen Bedingungen gelingender Kommunikation sind, um es ein bisschen hochtrabend auszudrücken. Aber können Sie dieses Warum beantworten? Also ich meine, es gibt ja, man könnte eine verständigungsorientierte Kommunikation haben ohne Ende in sozialen Netzwerken. Das war ja immer die Utopie. Das könnte passieren. Alle reden miteinander, alle kommen weiter, alle tauschen sich aus, machen sich gegenseitig klug. Wieso ist jetzt, scheint es doch so zu sein, dass da strategische Kommunikation stattfindet unter
so Menschen? Ja, letztlich ist es natürlich immer die Erklärung, dass die Eltern dieser Leute sie nicht lieb genug gehabt haben. Aber das ist doch... Ich glaube tatsächlich, dass da natürlich so wahnsinnige Anerkennungs- und Aufmerksamkeitsdefizite sozusagen kompensiert werden. Ich glaube aber nicht, dass das strategisch ist. Ich denke, ganz vieles ist doch einfach rein irgendwas loszuwerden, irgendein Affekt loszuwerden, ohne überhaupt nun drüber nachzudenken, was diese Entlastung von dem eigenen Affekt bewirken kann und dass die halt kränkend ist zum Beispiel. Und ich fand es sehr interessant, was Sie gesagt haben, also dass man vielleicht versuchen sollte, das Positive auch drin zu finden. Nachdem ich diese Kolumne im Zeitmagazin schreibe über die großen Fragen der Liebe, habe ich dann manchmal eben auch, kann ich eigentlich so ein bisschen verstehen, welche sozusagen meiner Antworten viel Erregung auslösen und welche so irgendwie einfach sachlich versickern. Und ich finde schon, dass diese Erregung, die dann oft sehr ungerecht ist, also einmal hat einer gesagt, schreibt der die Kolumne noch selber oder ist das jetzt irgendwie der Hochstapler da, jetzt war irgend so ein Hochstapler, den Namen habe ich verdrängt, der halt sich als falscher Arzt ausgegeben hat. Gerd Postel. Ja. Gerd Postel. Ja, genau. Postel. Also so, aber ich denke, dass wenn man dann Zeit hat und sich die Zeit auch nimmt, dass man dann schon versteht, was die Leute so aufregt. Und dass man dann auch merkt, also und das finde ich ist ja dann schon auch eine wichtige Rückmeldung, kann mich natürlich entschuldigen, dass man auf diesen 10 Zeilen natürlich nicht differenzieren kann, aber dass es ja auch interessant ist, was dann die Leute so erregt. Also das ist, und das ist, denke ich, schon etwas, wo sie sich wirklich persönlich verletzt fühlen und aber natürlich nicht in der Lage sind, über diese Verletzung zu reflektieren, sondern blitzschnell diese Verletzung wieder nach außen kehren, sodass natürlich man eigentlich die adäquate Reaktion für den reflektierenden Menschen ist ja dann eigentlich eher die Trauer, dass da so viel gute Energie für so unsinnige Aktivitäten vergeudet wird. Und trotzdem ist der Einsatz, ich glaube, das, was ich jetzt strategische Kommunikation genannt habe, das ist nicht immer so bewusst, ja, dass man Interesse hat, das verfolgt man in der Kommunikation. Aber es geht letztlich, haben diejenigen, die diese Kommunikation betreiben, ein egoistisches Interesse am Scheitern der Kommunikation. Naja, es ist so, das hätten Sie nie sagen dürfen. Das hat mich beleidigt. Wie kann ich verhindern, dass ich irgendeine Botschaft kriege, die mich kränkt, die mich verunsichert? Und das kann ich natürlich durch maximale Erregung und Gegenerregung gewissermaßen. Aber darf ich da einen Einwand bringen? Also wenn Sie so darüber sprechen, in den sozialen Netzwerken wird vornehmlich strategisch kommuniziert und in anderen Zusammenhängen verständigungsorientiert, zum Beispiel hier, ja, dann haben wir die Dunkelwelt der sozialen Medien und die helle Welt dieses Podiums. Schon die Klarheit der Trennung, die beunruhigt mich irgendwie. Ja. Sie ist mir irgendwie zu schnell. Ich sehe sehr viele Diskussionen in sozialen Netzwerken, die vielleicht furchtbar ungerecht sein mögen, vorschnell, geschwindigkeitsgetrieben, aufmerksamkeitsheischend und all dies. Aber ich glaube, dass das auch eine Qualität sein kann. Und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Schmidbaum, gewissermaßen diese Kommunikation mit einem therapeutischen Ohr zu hören, nicht im Sinne von, wir müssen alles ernst nehmen oder wichtig finden, sondern zu fragen, was steckt dahinter? Also Hermeneuten der Wut zu werden, in gewissem Sinne. Ich halte es auch für eine Schlüsselaufgabe des Qualitätsjournalismus. Nenne Ihnen ein Beispiel, diese furchtbar ungerechte Markus-Lanz-Debatte. Hinrichtung wegen eines blödsinnigen Interviews, Anprangerung wegen eines blödsinnigen Interviews mit Sarah Wagenknecht, Euro raus oder rein, wollte sie auf so eine schlichte Dichotomie festlegen, hat sie nicht gemacht. Er wurde entsprechend attackiert. Und trotzdem, wenn Sie sich diese Massivität der Wut in den Stellungnahmen, es gab eine Riesenpetition zu seiner, sollte gekündigt werden, wenn Sie sich diese massive Anprangerung andenken, dann entdecken Sie eine sehr ernste Frage. Wollen wir im öffentlich-rechtlichen System Flachland-Privatfernsehen, ja oder nein? Das ist die ernste Frage, die dahinter steckt. Und diese ernste Frage müssen wir diskutieren, als medienmündige Mitglieder des Publikums. Und insofern würde ich davor warnen, zu schnell, zu allgemein und zu grundsätzlich
das große Gebrummel der Kommunikation abzuurteilen, weil ich glaube, dass selbst in der ungerecht wirkenden Attacke das relevante Thema sich verbergen kann. Aber ich glaube, das Gefährliche ist ja letztlich nicht, dass dann irgendjemand sagt, Herr Lanz sollte verschwinden vom Ministerium, ja, sondern dass dann, und was ja in dem Fall Gottlob nicht passiert ist, was aber schon in anderen Fällen passiert, dass dann irgendein Verantwortlicher dann sagt, ja, also dem können wir jetzt nicht mehr widersprechen. Ja. Wir müssen also sozusagen auf diese helikoptermoralischen Angriffe müssen wir reagieren. Das ist Volkes Stimme. Also dass gewissermaßen so die Verantwortlichen, die Entscheidungen treffen, dass die nicht das Standing haben zu sagen, wir brauchen einen Raum für alle Debatten, jeder muss zu Wort kommen, wir sollten auch zusammen sitzen bleiben auf unseren Sesseln und nicht aufstehen, wenn uns irgendwas beleidigt, das gehört sich nicht. Also dass halt es irgendjemand gibt, der noch für so Anstand gewissermaßen sorgt, ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass jetzt dass in diesem Jahr, glaube ich, auch oder letztes Jahr ein paar gute Bücher über Anstand erschienen sind. Also das, denke ich, ist ja so ein Versuch, da irgend so eine, so eine antike Gegenhaltung aufzubauen. Ich würde mal gerne Herrn Haller ins Gespräch holen und dann vor allem den jemandem aus dem Publikum, der sich schon eine Weile gemeldet hat, der auch gleich dran ist. Nur einmal, weil ich finde, an der Stelle kann man tatsächlich auch nochmal darüber sprechen, was Sie auch am Ende Ihres Vortrags gesagt haben, wo wir schon dabei sind. Eigentlich hätte ich zu der Lanz-Geschichte auch noch was zu sagen, aber egal, das verschiebe ich jetzt. Dass Sie auch gesagt haben, also diese Skandale, die und das war ja, passt ja auch zu dem, wie es mir ging, als ich mir Ihren Vortrag angeguckt habe. Ich wusste alles, ich habe mir alles gemerkt, alles. Ich konnte mich erinnern, wie das mit Frau Elbert sagen, auch wenn ich den Namen nicht genau weiß und nochmal genau war, die gehen nicht weg. Ne? Und das ist, glaube ich, ziemlich egal, ob die irgendwie auf der Spiegelseite stattgefunden haben oder in den sozialen Medien. Oder hat sich da nochmal was verändert? Immerhin haben wir jetzt hier noch gefühlte 700 Skandale mehr pro Woche, an denen wir kleben könnten. Ich wollte zunächst noch was sagen zur vorangegangenen Debatte, woher diese Wut kommt, diese Empörung, die sie so schnell entlädt. Und ich würde diesen technischen Aspekt nicht so vernachlässigen. Also durch Social Network Sites ist ein neuer wirkmächtiger Gatekeeper in unser Leben getreten. Also es ist nicht zu bestreiten, dass Facebook mit Instagram und andere Anbieter uns schon bestimmte Informationen vorfiltern auf Basis unseres Surfverhaltens. Also das ist durchaus nachgewiesen. Und ich glaube, dass das durchaus noch einen Effekt hat auf die Individuen. Denn wenn ich tendenziell eher mit eigener Meinung konfrontiert bin, Informationen bekomme, die mir nicht widersprechen zumindest, dann kann es natürlich auch in Einzelfällen zu einer gewissen Gruppenpolarisierung kommen, ja, die sich dann wieder in den Kommentarspalten im Online-Bereich entlädt. Auch Herr Schmidbauer hat recht. Zuhören ist hier die Devise, ne? Und man weiß ja auch aus der Forschung und auch aus journalistischen Arbeiten, wenn man sich länger mit Leuten unterhält, die wir jetzt vielleicht so als Wutbürger betiteln würden, um sie mal zu labeln, dann finden wir schon raus, dass es da nicht um inhaltliche Differenzen geht, sondern Angst vor kulturellem Verlust, Angst vor der kulturellen Identität. Und wenn man auf diesen Befund stößt, ist schon mal viel gewonnen, denn dann weiß man wenigstens mit wem oder mit was man es zu tun hat. Die Frage zu den Skandalen, ja. Ich glaube, dass die Beispiele, die ich jetzt dabei hatte, die stammten alle noch, mit Ausnahme vielleicht des Gutenberg-Geschichte, aus einer Zeit, in der die Social-Media-Kanäle nicht die Rolle spielten, beziehungsweise noch gar nicht da waren. Das bedeutet, man hat natürlich bei den etablierten Medienangeboten eine etwas gemeinsamere Öffentlichkeit, um es mal ein bisschen differenziert zu formulieren. Also beispielsweise die großen Skandale der letzten Jahrzehnte vor dem Internetzeitalter, Watergate, Spiegelaffäre, das waren alles Affären, Skandale, da konnte jeder mitreden, denn fast jeder hatte eine Tageszeitung. Alle hatten Fernsehen, konnten sich im Fernsehen informieren darüber. Ich habe mich in der Mittagspause unterhalten, das war ganz interessant, denn da haben wir über YouTube gesprochen. Und was wir da schon sehen und was ich nicht sehe, weil ich vielleicht schon so alt bin, sind gewisse Inhalte, die halt dann von jüngeren Nutzergruppen rezipiert werden. Und da sind andere Skandale oder Skandälchen dann Aufreger. Das gab es vorher natürlich auch schon, wenn man sich die Zeitschriften anguckt im popkulturellen Bereich, In Touch und so weiter, wo Promi-Skandale Thema sind.
sowas lese ich zum Beispiel nicht. Ich glaube auch, das würde niemand auf dem Podium lesen. Och. Wahrscheinlich auch die wenigsten, die im Publikum sitzen, oder? Doch, ja? Okay. Da gab es natürlich auch schon eine gewisse kleinere Teilöffentlichkeit, die sich über andere Dinge aufgeregt hat oder chauffiert hat oder unterhalten gefühlt hat. Aber durch diese zahlreichen Nischenangebote, durch Online-Medien, sind diese Teilöffentlichkeiten natürlich vielfältiger geworden. Hm. Ob dann so ein Skandal schlimmer oder weniger schlimm ist, frage ich gleich noch. Erstmal bitte der Herr aus dem Publikum, der so lange schon warten muss. Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, wir sollen uns melden. Deswegen hatte ich mich dann gleich gemeldet. Da haben Sie schon vorhin angefangen. Also weil ich drei. Eine Frage habe, die bewegt mich, seitdem Herr Pollmann vorhin geredet hat. Ich fand das alles interessant, Ihre Analysen und so weiter. Aber das Problem begann für mich, als Sie mit links-rechts anfingen. Und vielleicht ist das Hauptdilemma. Sehen Sie mal, Sie haben da noch Beispiele gebracht, die Bild-Zeitung. Also das finde ich ist eine Zumutung. Aber was an Ihrer Hochschule passierte, finde ich auch eine Zumutung. Wo ordnen Sie mich jetzt ein? Also früher hieß ja mal links sozialökonomisch, also die jetzt um besseren Wohlstand kämpfen und die anderen, die Produktionsmittel besitzen. Heute ist das als kultureller Kampfbegriff. Links die Guten, rechts die Bösen. Und ich finde, solange wie das so eingeteilt wird, kommen wir in diesen Diskurs, den Sie ja offensichtlich auch anstreben, überhaupt nicht rein. Wir müssen, glaube ich, links und rechts mal weglassen und vielleicht sagen, nationalkonservativ, sozialkonservativ oder was anarchistisch oder was weiß ich. Aber mit diesen Schubladen, finde ich, wird immer wieder eine Konfrontation von vornherein in Gang gesetzt. Bitte, darauf können Sie gerne direkt reagieren. Ich meine, das eine ist die Frage, ob sich hinreichend viele Menschen, so wie Sie, selbst noch diesem Schema irgendwie zuordnen können. Oder ob sie, sei es, weil sie liberal sind oder weil sie unentschieden sind oder weil sie unterschiedliche Ansichten haben, die sich vielleicht auch nicht immer so ohne weiteres zugleich behaupten lassen, sich weder dem linken noch dem rechten Lager zugehörig fühlen können. Ich beobachte nur sozusagen in der öffentlichen Debatte, dass diese Lagerbildung oder auch auf der begrifflich-terminologischen Ebene noch immer Sinn macht, weil es auch sich selbst stilisierende als links und rechts Gruppierungen und Gruppen gibt, die in dieser Symbiose des rechthaberischen Krawalls sich gegenüberstehen und wechselseitig aufgrund ihrer Immunstörung sozusagen und ihrer letztlich Hypersensibilisierung wechselseitig hochstacheln, nicht? Also wie gesagt, das eine ist, man muss sich diesem Schema nicht mehr zuordnen oder zuortbar fühlen, um gleichzeitig doch festzustellen, dass es das alte Links-Rechts-Schema in der öffentlichen politischen Auseinandersetzung sehr wohl immer noch gibt. Jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, was identifiziert man als rechts und was identifiziert man als links. Dafür fehlt jetzt mir die Zeit. Aber ich hatte ja am Schluss auch gesagt, dass sozusagen dieser Krawall zwischen rechts und links dazu führt, dass diejenigen, die sich gerade eben diesem Schema nicht zugehörig oder zuopfer fühlen und die man jetzt irgendwie als Mitte oder als das liberale Lager, wie auch immer bezeichnen mag, sich zunehmend angewidert aus diesem Krawall zurückziehen und einfach keine Lust mehr haben, mitzukommunizieren. Ich würde das sozusagen mit einem Hinweis noch verbinden. Zuhören ist die Devise, haben Sie gesagt. Jein. Also ich würde sagen, wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns jetzt beispielsweise wir uns mit der Frage, woher kommt die Gereiztheit oder wie kommt es zu bestimmten politischen Einstellungen und so, wie entstehen Skandale und so weiter beschäftigen und das wissenschaftlich zu erforschen, zu erklären versuchen. Wir müssen natürlich in dieser Rolle zuhören, um den Motiven auf den Grund zu gehen. Aber was anderes ist doch die Frage, ob man ernsthaft irgendjemanden empfehlen kann, an diesen von uns beobachteten Kommunikationen teilzunehmen. Aber ja? Dieses, und da würde ich sagen, ja. Nee. Ja? Also das würde ich als Empfehlung nicht aussprechen, weil man darin zerrieben wird, weil die Gesundheit dabei drauf geht, weil der Puls hochschnellt oder andere Stoffwechselkrankheiten sozusagen entstehen können. Ne? Trotzdem müssen wir natürlich zuhören. Wissenschaft ist hart, ja. Aber die Frage, aber die Frage, ob ich selbst Lust habe, an diesen Debatten teilzunehmen, ist ja eine ganz andere.
Aber diese Debatten, die finden ja gar nicht nur in diesem Internet, in irgendwelchen verschimmelten Facebook-Threads statt, sondern diese Rechts-Links-Frage, ich finde die eigentlich total interessant, weil die kann man ja, also ich führe die in meinem Job-Kontext auf einmal, statt dass ich über Vorgehensweisen bei bestimmten Themen spreche. Also die taucht zumindest so ein bisschen, ploppt die auf einmal auf, wo die vorher gar nicht zur Debatte stand und eigentlich klar war, man redet über Inhalte und nicht darüber, wer jetzt gerade wie eingestellt ist und so. Wenn man die subtrahieren könnte ohne weg, dann könnte schon sein, dass gewisse Auseinandersetzungen, in denen sich alle so verhaken, wie Sie das vorhin so schön beschrieben haben, anders verlaufen würden. Oder? Und trotzdem verhaken sich da. Sozusagen, ich meine, wir haben jetzt seit etwas mehr als einem Jahr, seit der Buchmesse im letzten Jahr, auch sozusagen im Feuilleton, auch angeregt durch ein Buch gleichnamigen Titels, eine Diskussion über die Frage, ob man mit Rechten reden soll, muss, darf. Ja? Mit Rechten reden. So. Nein, das darf nicht als Imperativ verstanden werden, behaupten die Autoren dieses Essays. Finde ich verkaufsträchtig nicht ganz redlich, aber jedenfalls steht kein Ausrufezeichen dahinter. Aber es gibt diese Debatte. Und jetzt gerade in den letzten Tagen, werden Sie ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, diese Debatte um die abgesagte Lesung von Margarete Stokowski in der Buchhandlung Lehmkuhl in München, die dort nicht lesen will, weil dort ein paar rechte Bücher im Bücherregal stehen, hat auch wieder zum neuen Aufflammen dieser Debatte geführt. Und da stehen sich Linke, sich links verstehende Menschen gegenüber solchen, die als rechts bezeichnet werden, und die verstricken sich dann auch wechselseitig in Krawall, ne? Genau. Und wenn aber man einfach darüber das führt tatsächlich nicht so, glaube ich, zu viel, weil wir dann so in diese Debatte einsteigen. Ich dachte nur, gerade diese Debatte sollte ja von der Autorin gar nicht geführt werden. Die wurde ja dann eben, die kam dann so, weil die Buchhandlung sich auch gemeldet hat und immer weiter wurde über sie gesprochen und diese Entscheidung. Es gab offenbar nicht das, wo wir vielleicht nochmal bei Herrn Schmidbauer landen, die Möglichkeit, dass man Standpunkte einfach miteinander vereint, dass einfach die eine Seite sagt, na gut, hat sie so entschieden, okay, wir würden es anders machen, aber gut. Also die Unvereinbarkeit von Standpunkten, die Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Paartherapie kennen sollten, ja. Kann man das von da aus direkt über die Gesellschaft drüber helfen und da ähnliche Schlussfolgerungen ziehen wie zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann, die nein, zusammenleben? Direkt ganz bestimmt nicht. Ich meine, ich wollte noch was zu diesem Rechts oder Links sagen. Ich denke, eigentlich glaube ich, dass die Debatte in der Zukunft immer mehr in die Richtung gehen wird, machen wir was gegen die Klimakatastrophe oder tun wir so, als ob es sie nicht gäbe. Also diese lassen oder nicht. Das rechts Debatte. Oder links, dass das eigentlich schon eher so eine Großeltern-Debatte ist, oder? Weil ich natürlich ja auch zu den Großeltern gehöre. Also mir ist die auch vertrauter, aber ich denke, dass halt die Zukunftsdebatte, die geht in eine andere Richtung und die ist dann ja auch wirklich, da geht es ja dann auch um wirklich was. Und es geht natürlich aber auch um sozusagen das Handeln. Das stimmt schon. Also die hat ja nicht geredet und nicht gelesen und hat nicht gesagt, ich habe hier Schwierigkeiten, sondern sie hat einfach die Lesung abgesagt. Ich finde es nicht korrekt, wenn man eine Lesung ausmacht und die Karten sind schon verkauft und dann geht man da nicht hin. Also weil man jetzt irgendwie, das ist nicht mein Stil sozusagen, aber dass man da irgendwie das nicht gut findet, finde ich, ist was anderes. Aber das denke ich, ist ja immer so das Problem. Also wo, das ist ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, wo wird nicht mehr nur geredet, gedacht, fantasiert, sondern wo geht es dann um Struktur, in der Paartherapie um Gewalt. Wenn ein Paar gewalttätig ist, sage ich immer, da ist Therapie nicht zuständig. Das ist eine Sache für die Polizei. Ganz eindeutig. Das finde ich ist einfach absolut wichtig, dass niemand denkt, man kann mit Reden, kann man dann irgendwie das wieder neutralisieren und mit guten Vorsätzen. Wenn dann wirklich Gewalt passiert ist, dann muss was anderes geschehen, als dass man halt dann wieder redet und das alles so zukleistert. Aber ich denke, natürlich ist es ja auch kann man eine moralische Frage daraus machen, fährt jemand den SUV oder fährt jemand mit dem Fahrrad? Ich denke, man kann darüber auch debattieren, aber es sollte halt nicht so weit kommen, dass man halt das SUV zerkratzt, oder? Das denke ich, das ist eine. Und umgekehrt glaube ich aber schon, dass halt diese
diese Empörungen, dass die dann auch gerade die Instanzen, die eigentlich für Ruhe, Verhältnismäßigkeit, Langsamkeit sorgen sollten, wie die Justiz, dass die dann auch hektisch wird. Das finde ich das für mich wirklich Bedrohliche und Unangenehme. Dass dann Maßnahmen getroffen werden, weil halt jemand noch bevor überhaupt irgendetwas Negatives bekannt ist, wird er schon prophylaktisch aus allen Ämtern entfernt. Oder wenn jemand halt als Schauspieler moralisch fragwürdig ist, sagt man, man muss ihm die Oscars aberkennen, als ob Oscars für moralische Untadeligkeit verliehen würden. Da müssen wir viele Oscars verleihen. Also ich denke, da ist, glaube ich, so eine ganz relevante Grenze. Und so, wenn es uns gelingt, sozusagen diese Helikoptermoral irgendwie zuzulassen, aber nicht zuzulassen, dass sie halt auch die Institutionen, die Strukturen, das Verhalten dann einfärbt, dann denke ich, ist natürlich schon viel gewonnen. Mhm. Ich finde es ja total beruhigend, dass Sie sagen, dass Sie glauben, die Debatten der Zukunft sind nicht die Rechts-Links-Debatten, sondern tatsächlich die, wollen wir das Klima retten oder nicht. Das würde ja bedeuten, dass man aus der Nummer wieder rauskommt und die nicht dazu führt, dass die Gesellschaft eine wirkliche und nicht nur sogenannte gespaltene Gesellschaft wird, weil sie sich nicht politisch schon so aufdröselt, sondern dass man dann wieder über Inhalte spricht, möglicherweise dann dummerweise auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Aber das erscheint mir trotzdem komischerweise im Moment weniger besorgniserregend wie diese politische Aufspaltung. Mhm. Ihnen und Ihnen? Finden Sie es? Dann gehe ich jetzt eigentlich. Das reicht mir dann eigentlich für jetzt. Möchte jemand noch was fragen? Nein, ich wollte natürlich jetzt noch mal ein bisschen weiter darüber sprechen, falls hier niemand direkt ergänzen will. Ich sitze ja so ein bisschen in der Mitte, wenn Sie. Okay. Vielleicht können wir wirklich mal ein bisschen langsam uns dahin tasten auf diese Frage, was wir denn jetzt tun. Also mit dieser Debattenkultur, die laut Ihnen, Herr Pörksen, jetzt gar nicht so traurig zu betrachten ist, zumindest, wo man ein bisschen vielfältiger gucken muss, wie sie eigentlich an welcher Stelle wo gelagert ist. Aber trotzdem fühlen wir, Sie schreiben mehrere Bücher darüber. Es gibt die Situation, die man immer mal wieder klären muss. Ist denn aus Ihrer Sicht irgendwas Bedeutsames jetzt zu tun, um Diskurse wieder ein bisschen klarer zu machen, um weniger strategische oder wie auch immer genannte Kommunikation da drin zu haben, die vielleicht zu nichts führt, außer dass sich Menschen gegenseitig wahnsinnig verletzen? Na, ich glaube, was man unmittelbar empfehlen kann, und das funktioniert gewissermaßen als Meta-Rezept, genau hinzuschauen. Also der Abschied vom Pauschalismus, von der entwürdigenden Sofortverurteilung. Und so habe ich auch Ihre Einlassung verstanden zu dem Rechts-Links-Schema. Das ist ja genau dann ein so positionelles Denken entlang von Etikettierungen womöglich erzwingt, und dann redet man nicht mehr über die Inhalte, sondern betreibt nur noch etwas, was der Schriftsteller Peter Schneider mal Erkennungsdenken genannt hat. Also der andere wird gewissermaßen gar nicht mehr inhaltlich ernst genommen, sondern nur noch zum Gesinnungsträger der einen speziellen Position. Aber wo ich wirklich der Auffassung bin, in dieser gegenwärtigen Situation der laufenden Medienrevolution oder dieser mentalen Pubertät steckt, wenn man sich damit beschäftigt, was man tun soll, ein großer, noch nicht verstandener, noch nicht entzifferter Bildungsauftrag. Mhm. Und dieser Bildungsauftrag handelt nicht von besserem WLAN, da bin ich auch dafür. Der handelt nicht von Whiteboards, die funktionieren, da bin ich auch nicht dagegen. Der handelt auch nicht davon, dass jeder Schüler ein Tablet bekommt, sondern der handelt davon, wie wollen wir werteorientiert über Öffentlichkeit nachdenken. Also wie kann sozusagen der geistige Lebensraum einer liberalen Demokratie, nämlich Öffentlichkeit, geschützt werden vor verbaler Gewalt, vor Manipulation, vor totaler oder übertriebener Respektlosigkeit. Totale Harmonie kann sich niemand wünschen. Und die Antwort, die ich versuche zu geben, ist zu sagen, in den Prinzipien des guten Journalismus, wissend, dass es auch viel schlechten Journalismus gibt, in den Prinzipien des guten Journalismus steckt im Grunde genommen eine Ethik für die Allgemeinheit. Also die Frage, was ist glaubwürdige, relevante, veröffentlichungsreife Information, ist nicht mehr nur meine These, das Problem einer Profession, nämlich Ihrer, sondern ist ein Thema für jeden. Das scheint mir so etwas wie eine konkrete, handwerklich geerdete Ethik. Prüfe erst, publiziere später, höre immer auch die andere Seite, analysiere deine Quellen, sei skeptisch auch gegenüber deinen eigenen Vorurteilen, transparent im Umgang mit eigenen Fehlleistungen, kritisch im Umgang mit der Macht.
All das sind Handwerksregeln, die aus meiner Sicht heute an Schulen und Hochschulen gelehrt werden sollten. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch und ich fand das auch sowas wie bedrückend, weil das total stimmt, dass das das ist, was man können muss und das aber vor allem das natürlich die Kriterien sind, unter denen Journalistinnen und Journalisten arbeiten müssten und die aber im gleichen Zeitraum, in dem Sie das fordern, total wegkippen aus dem Handwerk, was Sie eigentlich mal gelernt haben, weil, und dann kommt ja immer die Begründung, es muss alles so schnell gehen, ich habe gar keine Zeit, ich kann gar nicht überlegen, wenn ich der Letzte bin, wenn Twitter schon wieder zuerst dran ist und so weiter. Was geben Sie, das frage ich auch natürlich gleich Herrn Haller auch nochmal, was macht man denn da an der Stelle? Also wie kommt man aus diesem immer wiederkehrenden Ding, was wir auch tatsächlich akut immer wieder besprechen, aus diesem Geschwindigkeitsgerausche da rauszukommen und zu sagen, wir müssen es eben genau so machen, wie wir es eigentlich auch uns von all denen wünschen, die ein Telefon in der Tasche haben und die nachdenken sollten, bevor sie posten, klicken. Also natürlich kann auch der Journalismus und auch der gute Journalismus von dieser Vision einer redaktionellen Gesellschaft, in der die Prinzipien des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung geworden sind, profitieren. Und ich glaube, man muss ganz hart sagen, Sie können als guter Journalist, als gute Journalistin den Geschwindigkeitswettbewerb nicht gewinnen. Punkt. Den können Sie nur gewinnen zu Lasten der Glaubwürdigkeit. Dieser Grundkonflikt allen Publizierens, will man schnell sein oder will man genau sein, den müssen Sie, wenn Sie im Qualitätsbusiness unterwegs sind, zugunsten der Genauigkeit entscheiden. Und das heißt, dass sie nicht super schnell sein können. Peter Glaser, der hier irgendwo in Berlin sitzt und sein Leben über das Netz nachdenkt und über das Netz schreibt, hat mal wunderbar gesagt. Und über Katzen. Und über Katzen, stimmt auch. Information ist schnell, Wahrheit braucht Zeit. Und das ist für mich so eine tiefe Einsicht der aktuellen Kommunikationsdynamik. Das könnte ja sogar dann vielleicht eine Rückwirkung haben, ne? Also, weil es sich ja natürlich im Moment in so einer Kreislaufbewegung. Absolut. Findet. Und Sie haben ja die Situation, dass gerade auch der Qualitätsjournalismus im Moment zumindest von Teilen auch politisch rechter Milieus massiv attackiert wird. Und wenn wir darüber nachdenken, wir haben nicht gebührenfinanzierten Journalismus. Wir werden vielleicht übermorgen einen Teil der Qualitätszeitung nicht mehr haben. Aus meiner Sicht eine wirkliche Tragödie. Dann muss guter Journalismus heute darüber nachdenken, wie er dieses unsichtbare Band zum Publikum erhält und stabilisiert. Wie es eine neue Solidarität geben kann, wie wir als mündige Bürgerinnen und Bürger lernen und verstehen lernen, dass kostenintensiv produzierte Informationen nun mal leider Geld kostet. Und auch da kann so eine Vision kollektiver Medienmündigkeit aus meiner Sicht ein Stück Antwort liefern. Viele Menschen wissen ja gar nicht, wie im Journalismus gearbeitet wird, was es kostet zu recherchieren, wie teuer es ist, ein Auslandskorrespondentennetz aufrechtzuerhalten und wie viel Geld man braucht und wie viele gute Anwälte, um eine investigative Langstrecke überhaupt durchzuhalten. Möchten Sie das? Ja, bitte. Uneingeschränkt kann ich mich anschließen bei Herrn Pörksen. Also es geht um Informations- und Medienkompetenz. Ich bin schon der Meinung, dass man die Leute erziehen kann in diese Richtung. Dass man die Leute erziehen kann hinsichtlich des Qualitätsjournalismus, dass man auch Kindern schon erklären kann, der Journalismus ist wichtig, auch für dein Leben. Ich habe vorhin auch erzählt, ebenfalls in der Pause gab es auch interessante Gespräche. Ich hatte mal ein kleines Journalismusseminar in einer dritten Klasse Grundschule. Und die Kinder haben gelernt, wie Journalisten arbeiten. Sie sollten selber als Journalisten in einem Planspiel arbeiten. Und ins Detail gehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ein Ergebnis war, dass die Lehrerinnen mir dann erzählt haben, zwei Wochen später, in sechs Elternhäusern mussten Tageszeitungen abonniert werden. Das heißt, die Kinder hatten hier schon zumindest ein Interesse, natürlich ohne vollständig zu verstehen, was da vor sich geht. Quellenkritik, Relevanzprüfung, richtiges Argumentieren lernen, das sind Kernkompetenzen, die meines Erachtens in der Schule, in allen Schulformen zu kurz kommen. Und da hilft nur eins, politischer Wille und vor allem ganz viel Geld. Also in diesen Bereichen muss wirklich investiert werden. Leute, Menschen erziehen, Herr Philosoph. Auch da bin ich skeptisch. Ja, was? Nein, nicht grundsätzlich. Aber auf einer gewissen Ebene teile ich die Problemdiagnose. Wobei ich jetzt sagen muss, so wie Sie es jetzt zuletzt dargestellt haben mit Bildung, Medienkompetenz, das klingt mir jetzt mit Blick auf die Dystopien des Schwarzmalens
die wir zuvor auch teilweise andiskutiert haben, jetzt fast zu utopisch. Wenn ich es richtig verstehe, dass das nicht nur eine Empfehlung ist an den Journalismus oder den journalistisch arbeitenden Medien, sondern auch an alle einzelnen Mediennutzerinnen und Nutzer, so zu sowas wie Journalistinnen und Journalisten in eigener Sache zu werden, die die Welt quasi wie Journalisten und die auf sie einprasselnden Informationen sozusagen wie Journalistinnen und Journalisten sozusagen verarbeiten. Das klingt super, geht mir aber zu weit, weil ich glaube, dass es in vielen Hinsichten unseres kommunikativen Lebens an den grundlegendsten Tugenden zwischenmenschlichen Kommunizierens mangelt. Und insofern würde ich sagen, dass das, was die Bildung, die jetzt irgendwie erstmal dringlicher ist, wirklich so eine Art Herzensbildung, mit Blick auf gelingende Kommunikation ist. Und wenn sie nicht so leicht, fällt nämlich gar nicht so einfach, wenn sie nicht so leicht positiv angeben können, was das denn heißen würde, eine tugendhafte Gesprächspartnerin, ein tugendhafter Gesprächspartner zu sein, dann empfehle ich immer sozusagen das Vorgehen ex negativo, und das würde sozusagen aus ethischer Sicht so eine genauere Analyse dessen interessant erscheinen lassen, was wir so auch im Netz den Troll nennen. Also wenn man sich anguckt, was Trolls im Netz machen, gezielt sämtliche Regeln des Anstands der Kommunikation vorsätzlich zu verletzen, kann man sozusagen in der Beschäftigung, auch wenn einen das wahnsinnig macht, weil diese Leute, man möchte sie ja umbringen, sozusagen im Umkehrschluss erfährt man da ganz viel über tugendhaftes Kommunizieren, was stattdessen sozusagen gutes Kommunizieren wäre. Und das, muss ich ja sagen, das müssen wir sozusagen unseren Kindern beibringen einfach. Das müssen wir unseren Kindern beibringen. Und wir müssen das unseren Studierenden und die Lehrerinnen und Lehrer müssen das den Schülern beibringen, weil damit kommt man nicht auf die Welt, ne? Mit kommunikativen Kompetenzen. Darf ich da widersprechen? Weil ich glaube, dass Herzensbildung, das Plädoyer für Tugenden, also wir haben ja eine Medienkompetenzdebatte, die Jahrzehnte währt und die mit entleerten Begriffen arbeitet, mit vollkommen diffusen Begriffen arbeitet. Ich habe selbst versucht, für dieses Buch diese Literatur zu lesen, und ich glaube, es gibt nichts Unerotischeres, als Medienkompetenzforderungsliteratur durchzubuchstabieren. Das ist abstrakt, das ist allgemein, das ist lehrformelhaft. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen wegkommen von den pauschalen Forderungen, und wir brauchen eine konkrete, im Handwerklichen liegende Ethik. Ich sage nicht, dass der Vorschlag redaktionelle Gesellschaft der Weisheit letzter Schluss ist, um Gottes Willen. Und ich sage auch nicht, dass jeder Journalistin oder Journalisten werden soll. Sondern ich sage, dass in diesen Prinzipien des guten Journalismus eine handwerklich geerdete Form des Ethos liegt. Und da ist mir Herzensbildung und Tugend zu allgemein. Das haben wir schon mehrere tausend Jahre. Wir haben jetzt eine spezifische Medienrevolution und ganz konkrete Herausforderungen der Quellenprüfung, der Quellenanalyse, des Umgangs mit Fakes, des Umgangs mit Deepfakes, der Bestätigungssehnsucht des Menschen, die das Netz so perfekt bedient, der algorithmischen Hintergrundsortierung von Informationen. Also wir haben spezifische Kompetenzanforderungen und eine Medienkompetenzdebatte, die was will, auch politisch was will, muss sich verabschieden von der Abstraktion und muss gewissermaßen konkret und auch didaktisch ausbuchstabierbar sein. Damit sage ich nicht, dass dieser Vorschlag, wie gesagt, der einzige, um Gottes Willen, Weg sein sollte, aber das sind sowas wie allgemeinere Kriterien, wie kann eine Vision von Medienmündigkeit aussehen, wie muss sie gebaut sein? Und da bin ich ganz sicher gegenwartsbezogen, konkret, im Handwerklichen geerdet. Aber um jetzt beispielsweise, um ein Beispiel zu nennen, zu wissen oder wissen zu können, dass man Informationen, die man von jemandem bekommen hat, nicht einfach ungeprüft weitertratscht oder liked oder teilt, muss man doch kein medienkompetenter, moderner Mensch und Digital Native sein. Das weiß doch jeder anständige, normale, tugendhafte Mensch. Das können Sie auch anders nennen, gute Charaktereigenschaften oder so, wenn Ihnen der Tugendbegriff nicht gefällt. Aber die grundlegenden Kompetenzen, die man braucht, um unsere kommunikativen Beziehungen nicht weiter zu zerstören, die sind doch nicht so kompliziert, wie es sozusagen
Ich weiß einfach nicht, was Sie in diesem Fach Tugend und Herzensbildung mit Medienbezug unterrichten. Ich weiß es einfach nicht. Und ich weiß, was ich in dem Fach Quellenkritik, Algorithmenanalyse, Auseinandersetzung mit der Organisation von Informationsströmen, der Frage, wie Deep Fakes eigentlich gebaut sind, wie realistisch sie sind, der Irrtumsanfälligkeit des Menschen, den Trollarmeen, die unterschiedlichsten Regierungen in die sozialen Netzwerke schicken. Ich weiß einfach, was ich da mache, inhaltlich. Natürlich kann ich das auflösen in der Globalformel Tugend, aber ich würde wirklich dafür, das mit aller Entschiedenheit dafür plädieren, dass wir konkrete Konzepte, anfassbare Konzepte und medienbezogene Konzepte brauchen. Aber ich würde, ich meine, ich denke, das Problem ist aber schon noch eines, wo mit Konzepten oder auch mit sozusagen Bildungsvorstellungen, wo das vielleicht zu wenig ist, weil ich denke, dass halt diese Entwicklung ja auch dadurch zustande kommt, gerade auch, dass, wie Sie es ja beschrieben haben, dass im Rundfunk eigentlich die Zeit immer kürzer wird, in der man irgendwas entwickeln kann. Und das habe ich ja auch mitgekriegt, in den letzten 30 Jahren ist es, also die Zeit, in der ein Mensch reden durfte, ist immer kürzer geworden. Und wie soll man da Qualität zum Beispiel entwickeln? Also ich denke, dass es halt so ähnlich ist wie in vielen Bereichen der Konsumgesellschaft. Wir können einfach nicht davon ausgehen, dass halt die Bildung und die Hoffnung, dass durch Aufklärung der mündige Bürger dann das zukunftsorientierte Verhalten entwickeln kann, davon können wir meines Erachtens nicht ausgehen. Wir müssen Strukturen herstellen. Und ich denke, dass halt jetzt ja auch Strukturen im Plan sind, zum Beispiel die Digitalsteuer, wo ich die scheidende Frau Merkel noch mal gut fand, weil sie gesagt hat, sie versteht davon nichts und sie ist eine Lernende. Das muss ein Politiker vielleicht, wenn er sozusagen das Ende seiner Karriere schon in Sicht hat, kann er wahrscheinlich auch sagen, ich verstehe davon nichts, ich bin eine Lernende. Am Beginn seiner Karriere wird er das nicht sagen. Aber ich denke, da sind zumindest in Projektstrukturen da, die dann vielleicht auch wirklich was verändern. Ich denke zum Beispiel auch diese Möglichkeit, völlig straflos und sanktionslos im Internet Leute zu beleidigen. Da gibt's ja auch so einen Versuch, eine Struktur dagegen aufzurichten. Und solche Strukturen, denke ich, sind einfach notwendig an ganz vielen Orten in der Konsumgesellschaft. Man kommt ja nicht, also sieht man ja jetzt auch, wie eigentlich da die Debatte ist, dass wenn halt klar ist, dass unsere Autos die Städte vergiften, dass man dann erstmal überlegt, ob man die Regeln, die irgendwann mal ziemlich lasch erlassenen Regelungen, dass man die etwas mildert, damit man noch länger so weitermachen kann wie bisher. Also ich denke, es ist einfach wirklich schwierig, was in dieser Gesellschaft zu ändern. Andererseits ist ja allen klar, dass sie in dieser Struktur und in dieser Funktion und dieser Verschwendung nicht stabil sein kann. Mhm. Und das gilt, glaube ich, auch für das Digitale. Und ich denke, wir müssen uns da also überlegen, was wir an Strukturen machen können, dass halt diese inhaltlichen Regelungen, da denke ich, ist es ja ein bisschen auch haarspalterisch, ob das jetzt also es ist immer ein Bildungsideal, und zwar ein unterschiedliches Bildungsideal, aber ich glaube, wir kommen mit Bildungsidealen, kommen wir mit dieser veränderten Hightech-Situation nicht mehr zurecht. Also wir müssen da was anderes machen. Wir haben zusätzlich eine Wortmeldung, bitteschön. Genau, hi. Hallo. Ich arbeite als Community-Moderator und mich würde im Kontext Trolls und Handwerk interessieren, was die Menschen wie mir, also die sich irgendwie täglich mit politischen Debatten und auch dem Versuch, etwas Konstruktives zu schaffen aus diesen ganzen verschiedenen, oft auch nicht so tollen Äußerungen, handwerklich und moralisch an die Hand geben würden, vielleicht irgendwie konkret. Das ist aber eine große Frage, aber super. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, wer jetzt was sagt, weil das ist ja, also als Community-Moderator, aber eben auch ja sowieso als Nutzer von sozialen Netzwerken, das ist ja tatsächlich die Frage, wie geht man damit um oder was kann man damit auf den Weg geben?
Zunächst mal Respekt, also ich könnte den Job nicht machen. gut, dass es diese Stellen gibt. Ich würde gerne mal die Frage nochmal zurückgeben. Haben Sie oder in welchem Bereich sind Sie Community Manager und haben Sie bestimmte Richtlinien und inwiefern reichen die vielleicht nicht aus? Ich glaube, das war der Hintergrund der Frage, oder? Also wir arbeiten bei Zeit Online, ich und meine Kollegen, okay. Und wir haben Richtlinien. Wir haben ja auch durchaus strengere Richtlinien als anderen. Aber ich habe nicht häufig das Gefühl, dass viele Debatten deutlich besser laufen könnten, wenn man vielleicht vielleicht irgendwie wertebasierteres oder vielleicht irgendwie mit mehr Werkzeugen agieren würde, so. Weil es einfach eine ziemlich große Aufgabe ist und ja auch die Vielfältigkeit der Nutzer einfach fast eine gewisse Ohnmächtigkeit auch darstellt manchmal. Ja, aber normalerweise, weil man auch, ich macht es nicht, ne? Aber weil man normalerweise wahrscheinlich viel mit so Textbausteinen auch arbeitet, um erstmal Aufregung runter zu dimmen. Also so kenne ich das nur, dass dann ja oft viel argumentiert wird, wir halten uns aber hier an die, gibt es das Wort Netiquette noch? Oder ist das 90er? Also jedenfalls, wir halten uns an die Regeln. Das Wort, das gibt's noch. Wir benehmen uns und so weiter, aber man hat dann eben tatsächlich, glaube ich, so kann ich total nachvollziehen, eine echt schwere Aufgabe, trotzdem da noch was reinzutun, was dazu führt, dass da eine Debatte vielleicht anders läuft oder weiterläuft oder nicht verändert. Statt nur erzieherische Maßnahmen da reinzuschreiben. Also wäre es nicht möglich, dass man die Community einbezieht? Also weil Ihre Geste ist ja eigentlich, dass Sie bei Experten dann Rat suchen, wie man eben die Community besser verwalten kann oder besser regulieren kann. Und nach meiner Idee würde ich versuchen, die Gruppe dazu zu bewegen, dass sie halt reflektiert, was sind gute Regeln für uns und dass man daraus vielleicht irgendwas ableiten kann. Weil ich denke, ich habe also sehr lange sehr viel mit Gruppentherapie gearbeitet und ich bin einfach fest überzeugt, dass Gruppen sich sehr gut regulieren können, wenn man ihnen irgendwie die Möglichkeit dazu gibt. Und so, um da konstruktiv zu sein, braucht es nur ein paar Regeln und eigentlich erstmal auch so einen Raum, dass die sich äußern können. Geht das nicht? Also, ich weiß nicht, wie man so eine Internet-Community. Das könnte man schon machen. Da wäre dann sofort die direkte Befürchtung, dass die Gruppe sozusagen gekapert würde von übergriffigen Trolls. Also das wäre so, glaube ich, das der erste Einwand da. Aha. Also die Angst. Also meine Vermutung ist auch, dass in diesen Gruppen die man bräuchte, damit sowas wie ein Selbstregulierungsprozess in so einer Gruppe stattfinden kann, als erstes weg sind, weil sie keinen Bock auf diese Art der Auseinandersetzung haben und dann übrig bleiben halt eben die Halbverrückten oder die Trolls und so weiter, die ein unglaubliches Beharrungsvermögen haben oder die ihre ganze Lust gewissermaßen aus dieser Form von Störung oder Destruktion ziehen. Das ist sicher ein Problem. Es gibt also hier vor allem Verständnis, aber nicht so einen richtig guten Ratschlag, wie ich das so sehe. Richtig? Wir arbeiten dran. Ja, okay. Wir verfolgen das. Was mich nur interessieren würde, ist es denn so ein großes Problem bei Ihnen im Kommentarbereich jetzt? Weil es ist ja natürlich auch abhängig vom jeweiligen Medium, von der jeweiligen Plattform. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei Zeit Online jetzt eine andere Etikette oder so herrscht. Ich weiß nicht. Ja, im Vergleich. Also ich glaube, im Vergleich haben wir auch eins der kleineren Probleme, das möchte ich jetzt nicht einschätzen. Aber für mich steht das halt alles im Kontext dieser Emanzipation mit den Medien, über die auch so die ganze Zeit so im Hintergrund gesprochen wird. Deswegen wollte ich das ansprechen. Wenn jetzt gerade keine weitere Frage ist, dann würde ich trotzdem gerne nochmal auf die Herzensbildung kurz eingehen, weil das auch nochmal was damit zu tun hat, was Herr Schmidbauer natürlich mit der Helikoptermoral angesprochen hat. Also dieses einerseits sagen, man muss eben dafür sorgen, dass die Leute tugendhaft agieren, ist ja deswegen, fand ich es ein bisschen schräg kurz, weil ich mich an diese Versuche erinnert habe, Fernsehmoderatorinnen zu denen gefahren sind, die sie wahnsinnig beschimpft haben im Internet und man dann feststellt, das sind gar nicht die letzten Hänger, sondern es sind Menschen, die können auch eine Kaffeetasse auf den Tisch stellen, die agieren ganz normal, die wissen schon, wie es eigentlich geht. Also das ist eben, das war ja eine Weile lang so ein kleiner Trend, wo dann alle sich so gewundert haben und gesagt haben, ach interessant, die haben hier eine Haustür und auch die putzen ihre Schuhe ab, die machen ja ganz normale Dinge und die wissen sicherlich auch Bescheid, also wie es läuft. Deswegen, das wollte ich nochmal so ein bisschen kritisch einwenden zu dieser Herzensbildungssache, weil die eigentlich auch das wäre, was ich befürworten würde und gleichzeitig da immer denke, da gibt es ja nochmal so ein Gap zwischen dem, was natürlich in den Menschen drin ist, in den allermeisten, davon würde ich jetzt trotzdem mal ausgehen, aber es setzt aus und es gibt da auf einmal so eine Kommunikation, in der man auf all diese Tugendhaftigkeit verzichten darf und das scheint ja
noch viel aufregender oder verführerischer zu sein, als wir es jetzt vorhin hier schon angedeutet haben. Würde denn da die Herzensbildung wirklich helfen, wenn wir feststellen, die haben schon alle mehr oder weniger so eine Art Herz? Weiß ich nicht, aber ob die das haben. Aber ob es helfen würde, ist die eine Frage, ob es funktionieren würde. Ja, ich bin auf der Suche nach der... Ja, es ist eine andere Frage. Und sicher ist es auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt eine Community moderiert oder ob man sich beispielsweise selbst versucht, im Netz gegen Angriffe von Menschen, die einen trollhaft sozusagen stalken, zu verteidigen. Nicht? Und da hilft ja auch der Hinweis auf eine Etikette nichts. Da muss man entweder sich zurückziehen oder sozusagen brutal zum Gegenangriff übergehen. Ne? Da muss man dann überlegen, ob man das mitmachen will. Aber was mich jetzt auch interessiert, ist jetzt auch nicht so sehr die Frage, wie wir die medialisierte Öffentlichkeit, das ist mir auch zu groß als Projekt. Ja? Also zunächst einmal, oder nicht das Vordringlichste oder so, medialisierte Öffentlichkeit wieder reparieren, sondern mich interessiert so die ganz, ganz grundlegende Frage, mit was für Menschen suche ich Kommunikation und mit Blick auf was für Menschen vermeide ich Kommunikation? Und da ist es, ich suche mittlerweile nur noch Kommunikation mit Menschen, sozusagen, die in dem Sinne herzensgebildet sind, dass sie bestimmte kommunikative, aber ganz grundlegende ethische Kompetenzen haben. Und so, die unter anderem sozusagen sich darin äußern, dass sie einen ausreden lassen, dass sie offen sind für das Vorbringen von Meinungen und so weiter. Natürlich machen mir manchmal auch strategische Streitigkeiten Spaß, aber wenn man sich einfach so fragt, so, wen hat man gerne um sich und wen nicht, ja, dann bestimmt keine Menschen, die ständig strategisch kommunizieren. Ja, sondern, und insofern würde ich sagen, ist dringlich, natürlich ist der Erwerb von Medienkompetenz irgendwie wichtig. Ich sage nur, dass es für das Gelingen von zwischenmenschlichen Kommunikation nur momentan aus meiner Sicht sozusagen dringliche, ganz grundlegende ethische Kompetenzen des zwischenmenschlichen Miteinanders daran zu erinnern und wieder in Menschen wachzurufen. Dann sind Sie die Person, die Sie selbst vorhin auch im Vortrag beschrieben haben, also als Sie gesagt haben, es besteht quasi die Gefahr, dass die Stimmen dazwischen sich phobisch zurückziehen, weil sie keine Lust mehr haben in den Diskursen zwischen links und rechts, und diesmal meine ich nicht politisch, sondern der einen und der anderen Seite, aufgeraucht zu werden? Ja, noch bin ich jetzt persönlich nicht so weit, obwohl es immer so Momente gibt, wo ich sage, dann kann ich eine Nacht nicht schlafen, weil ich so ein paar Kommentare gelesen habe oder zu Texten, die ich veröffentlicht habe oder Kommentaren, die ich im Radio gesprochen habe oder so. Ich finde dann immer wieder auch zurück. Aber meine Lösung ist jetzt, auf so einer Metaebene darüber zu reflektieren und sagen, diagnostische Überlegungen zur Gereiztheit oder der Empörung in diesem Fall anzustellen. Das ist so eine Art, das ist so ein Weg für mich, damit umzugehen. Ne? Mhm. Herr Pörksen, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie eigentlich eher in die Richtung denken, dass es schon wichtig ist zu verstehen, auch warum wer wie reagiert. Wie geht es eigentlich Ihnen persönlich? Ich meine, Sie sind ja oft unterwegs. Was machen Sie denn mit Reaktionen in diesem Internet? Also reden Sie mit allen? Lesen Sie alles? Oder? Na, ich rede nicht mit allen. Das ist auch faktisch überhaupt nicht möglich. Und das ist ja auch, wenn Sie öffentlich jetzt mit jemandem diskutieren aus einem zum Beispiel extrem rechten Milieu, gibt es ein Problem des Öffentlichen überhaupt, dass jede Form von Verstehensversuch sehr unmittelbar als eine verdeckte Form von Sympathieerklärung oder Einverständniserklärung skandalisiert wird. Das halte ich tatsächlich für ein großes Problem oder für ein großes Diskurshemmnis. Die vorschnelle Gleichsetzung von Verstehen, Verständnis haben und einverstanden sein. Insofern, das weiß ich auch, dass es da draußen Tabus gibt, und insofern kann ich vielleicht die Diskurse nicht so elastisch fassen, wie ich es mir manchmal wünschen würde. Ja, das ist so. Wie gehe ich selbst damit um? Ich persönlich sehe sehr stark das Doppelbild, das Doppelgesicht von Empörung. Einerseits ist sie natürlich entsetzlich, furchtbares Mobbing, Spektakel, anonyme Attacke. Und andererseits ist sie ein Lehrstück über die Frage und ein Labor, das von der Frage handelt, wie wir eigentlich leben wollen. Lerne ich unendlich viel aus diesen Empörungsstreifzügen und aus dem Studium dieser Empörung. Und
bin überhaupt sozusagen jemand, der in seiner eigenen Haltung oft zwischen zwei Extrempositionen schwankt. Auf der einen Seite die Fraktion der Apokalyptiker, die Diskursanarchie, die totale Respektlosigkeit, das Verschwinden von Rationalität und Faktizität und überhaupt allem. Und auf der anderen Seite die Euphoriker, die sagen, was für ein Geschenk des Informationsreichtums. Mhm. Und ich muss es ehrlich sagen, ich kann mich nicht auf eine Position festlegen. Ich bin, wenn Sie so wollen, auch in der Skandalanalyse Situationist, ja. Ich schwanke, ich sage, es kommt drauf an. Das ist eigentlich mein Credo, es kommt drauf an. Und mal bin ich tatsächlich entsetzlich apokalyptisch gestimmt, aber auch wenn ich Massenmedien analysiere, denken Sie an diesen absurden, vollkommen programmfernen, inhaltlich entkernten März-Hype, den wir in den letzten Tagen erlebt haben. Denken Sie an die Veröffentlichung einer BuzzFeed-Geschichte, ein Dossier über Donald Trump, dem man nun wirklich viel wünschen kann, aber das war einfach nicht in Ordnung, ein Dossier von lauter unbestätigten Gerüchten über Prostituiertenkontakte in einem Hotel in Russland zu veröffentlichen. Denken Sie an die Financial Times Deutschland, die zu dritt, jetzt ist die Zeitung nicht mehr existent, drei Redakteure preisgekrönt, haben recherchiert, ob Christian Wulff als Schüler, einmal um Schülersprecher zu werden, Mitschüler mit After Eight bestochen hat und ob sich da ein charakterliches Muster zeigt. Ja? Also ich schwanke, ich kann nicht sagen, die Medien, die Journalisten, die sozialen Netzwerke, sondern ich laufe oft mehrfach täglich zwischen dieser Fraktion der Apokalyptiker und der Euphoriker hin und her und sage, mein Credo ist idealerweise die präzise situationsgebundene Analyse von Einzelfällen. Mhm. Das könnte ja tatsächlich, weil ich nochmal auf dieses, was machen wir und auf die Forderung nach einer besseren Idee für Medienkompetenz und wie man die vermittelt, solche Dinge könnten da mit drin sein, weil die passen nochmal unter diese Überschrift, wir gucken mal uns genau an, was ist die Geschichte und so weiter. Wie macht man denn die Teile von dem Diskurs wieder heile, die sich total auf Sprache tatsächlich beziehen? Also wie ich mache von den Scherz mit, ach besorgt darf man jetzt ja nicht mehr sagen, ja. Also wie die Art und Weise, wie wir inzwischen kommunizieren und wie tatsächlich sich auch sprachliche Auseinandersetzungen verändert haben, was man nicht sagt, dann sagt der eine, ach, das sagt man jetzt nicht mehr. Und also da sind auch viele Sachen ja so ein bisschen in der ganzen Kommunikation, die sind zumindest jetzt angeschlagen. Also man, und ich meine damit nicht dieses schlimme Wort Political Correctness, sondern ich meine tatsächlich damit die Sorge, jedes Mal was falsch zu formulieren und dann in einer Ecke zu stehen oder Worte zu verwenden, die aus einem ganz anderen, vermeintlich falschen Diskursblase kommen. Also ich erlebe das zumindest, dass das da schon was anders ist. Wer macht das wieder ganz oder kann das Medienkompetenz auch? Naja, ich glaube, diese Medienkompetenz, die muss ja tatsächlich geerdet sein und verankert sein. Also ich denke, bin der Auffassung, wir brauchen Föderalismus hin oder her, ein eigenes Schulfach, in solche diese Dinge gelehrt werden. Wir brauchen einen transparent und dialogisch organisierten Journalismus und wir brauchen natürlich auch, da bin ich ganz bei Ihnen, Plattformregulierung. Wir brauchen Strukturen, in denen sich überhaupt Medienmündigkeit potenziell entfalten kann. Also wie macht man jetzt diese übertriebene Übersensibilität wieder zu einer pragmatischen, lebbaren Form von Sensibilität? Also da kann ich nur sagen, Metakommunikation, dass diese Form von Verspanntheit, von Verzagtheit, von Überängstlichkeit im Diskurs, die tut niemand gut. Ein bisschen mehr aushalten lernen, ein bisschen mehr aushalten können. Wir tun ja, als sei die Verwilderung der Sitten nur mit dem Netz angebrochen. Gucken Sie mal, wie in den 60er, 70er, 50er Jahren Wahlkämpfe stattfanden, in welcher Härte und Hemdsämmlichkeit und Brutalität durch Raste, Gesellschaft, Schmeißfliegen, jetzt zitiere ich mal kurz Herrn Stoiber, aber in welcher Härte da attackiert wurde. Also da die Metakommunikation ist kein Allheilmittel und sie kann dieselben Probleme auf einer höheren Ebene reproduzieren. Aber das darüber reden, wie wir einen Diskurs wollen, scheint mir da schon ein probates Mittel. In der Zeit hat jemand über Ihr Buch geschrieben, Herr Schmidbauer, man wünscht sich, dass die Moralhelikopter irgendwann die Orientierung verlieren und einfach abstürzen, wenn man Ihr Buch gelesen hat. Und ich fand das ganz lustig, weil mir dann auch auffiel, dass die Frage auch noch nicht ganz geklärt ist, warum wissen denn eigentlich diese Helikopter-Moralisten, was richtig und was falsch ist?
an dem sich da dann orientiert wird. Ja, die vielleicht brauchen wir die jetzt ja. Ich denke, das ist halt eine sehr emotionale Orientierung. Mhm. Und also wie das ja auch Sie schon am Anfang gesagt haben, ist Empörung ist auch unberechenbar. Also man kann, und im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Und ich denke, eigentlich ist ja, also diese Metakommunikation oder Humor und Ironie sind mhm. sozusagen die einzigen Mittel, mit denen man eigentlich damit umgehen kann, dass man halt vieles einfach nicht weiß und trotzdem kein schlechter Mensch ist und dass man unsicher ist und Unsicherheit auch zulassen kann. Also ich habe mir dann meine Notizen, was ich da gerne sagen würde, habe ich dann am Schluss, bin ich auf den John Keats gekommen, also diesen englischen Romantiker, der halt ganz früh gestorben ist und nach seinem Tod als der größte englische Dichter gefeiert wurde. Und der lebt ja auch in einer sehr, sehr unsicheren Zeit, sehr, sehr viel Umbruch. Und sein erster Gedichtband wurde total verrissen und er hat als Apothekergehilfe gearbeitet, bevor er Dichter wurde. Und der Rezensent hat krass ad personam gesagt, also wer so schlechte Gedichte schreibt, der sollte doch wieder lieber in der Apotheke hungern als Poet verhungern, weil das verdient man noch schlechter. Und Keats war sehr gekränkt. Aber er hat weitergemacht und es gibt so eine ganz schöne Diskussionsstelle, die er in einem Brief beschrieben hat, wo er sagt, was den großen Dichter ausmacht, das ist eine negative capability. Mhm. Die Fähigkeit, die Shakespeare in so hohem Maß besessen hat, angesichts von heftigen Emotionen, Widersprüchen, Mysterien nicht zu reagieren, sondern das erstmal stehen zu lassen und wirken zu lassen. Und das, denke ich, das wäre so mein Wunsch, dass man diese Negative Capability, dass man die halt überall etwas mehr pflegt. Das, dann will mich da jemand widersprechen? Nee, ne? Ich habe gerade versucht, im Kopf schon ein bisschen zusammenzufassen. Es ist natürlich, eigentlich hätte dieses super, super Schlusswort. Also ich wollte trotzdem versuchen, also Debattenkultur beschützen durch Medienkompetenz, Anstrengungen, das muss auf jeden Fall aufregender sein und konkreter sein, was da passiert. Es muss mehr klar werden, wie die digitalisierten Medien, die neuen Medien, das sagt man auch nicht mehr, dieses Internet eben funktioniert und was darin möglich ist, wie Kommunikation darin funktioniert. Tugend, Bildung, Leute wieder daran erinnern, wie man sich eigentlich verhält, wie man umgeht miteinander und ruhig bleiben. Ist das so gut zusammengefasst? Oder so, fehlt da jetzt noch was? Der Witz, Herr Schmidbauer, der Witz fehlt noch, der Humor als das Entkrampfungsmittel par excellence. Ja, das ist auch, das ist, denke ich, auch, was mich an meinen Kindern so immer so gefreut hat, wie, also das halt, wenn ich bin ja so ein erklärter Feind der Konsumgesellschaft und die waren dann natürlich das überhaupt nicht, aber sie haben halt mit Humor auf die Werbung auch reagiert, oder? Also ich meine, und haben natürlich dann als Adoleszente irgendwie dann immer gesagt, also das ignorieren wir jetzt mal komplett, diese ganzen Mahnungen. Und ja, und ich denke, ohne Humor kann man ja sowas sowieso nicht aushalten. Also dass halt in jeder Beziehung unglaublich viele Widersprüche sind und dass man ja trotzdem irgendwie die Wärme irgendwie behalten sollte. Und das denke ich, also da ist schon dieses Herzens, also Psychologen sagen Empathie. Und Empathie ist natürlich ein Gegenmittel gegen diese krassen, impulsiven Entwertungen. Dann müssen wir das jetzt nur irgendwie von hier aus in die Welt kriegen, aber vielleicht könnten Sie ja dabei mitmachen in Ihren jeweiligen Funktionen. Da jetzt nicht noch ganz viele Meldungen sind, würde ich sagen, wir haben so viel gehört. Ich glaube, wir haben nicht alle Probleme gelöst, wie ich mir das gewünscht habe. Und selbst trotz meiner Zusammenfassung bleiben noch 100.000 Fragezeichen und Diskussionsgrundlagen. Aber was wir auf jeden Fall, glaube ich, geschafft haben, sind hier nochmal ganz viele Grundlagen, wie diese Empörung entsteht, über was wir eigentlich die ganze Zeit reden, was daran ein bisschen gut ist, aber auch fatal sich entwickelt. Und damit schicke ich jetzt alle in diesen Abend. Ich bedanke mich bei Arndt Pollmann, bei Wolfgang Schmidbauer, bei Bernhard Pörksen und bei André Haller. Herzlichen Dank und danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Danke.